Nächster Halt, Riesenrad Hochhausen. Und ich will, dass ihr euch gut benehmt. Oh je, sie sind ja schon hier. Ich will ganz nach oben, ganz hoch. Oh, ist es noch nicht fertig? Noch nicht ganz. Wir warten noch auf ein paar Teile. Oh. Aber dafür könnt ihr Heppo zusehen, wie er das Rad in die richtige Position bringt. Hurra! Gut, dann kommt mal hier rüber, Kinder. Okay, Heppo, es kann losgehen. Klaro. Los, Heppo, weiter! Du schaffst das! Wow! Noch ein kleines Stück. Gut gemacht, Heppo. Ja! Bob hat es uns versprochen. Und Bob hält immer, was er verspricht. Noch nichts von Leo und Buddel gehört? Nein. Und ich mache mir allmählich Sorgen um sie. Ich versuche nochmal, sie anzurufen. Können wir wirklich heute mit dem Rad fahren, Wendy? Natürlich könnt ihr das, Tim, ganz sicher. Ich weiß was. Während wir warten, könnten wir ein Spiel spielen. Ja, lasst uns Verstecken spielen. Ich zähle bis 10 und ihr versteckt euch. 1, 2, 3, 4, 5. Komm schon, Leo, geh ran. 6, 7, 8, 9, 10, komme! Oh? Wo seid ihr denn alle? Hallo? Leo, wo seid ihr? Wir brauchen die Haken und Metallplatten, und zwar sofort. Entschuldige, Bob. Wir haben kurz angehalten und sind eingeschlafen. Was? Aber keine Sorge, wir sind bald bei euch, sobald ich Buddel aufgeweckt habe. Ihr solltet euch beeilen, weil... Ich hab Bob gefunden! Ich hab mich gar nicht versteckt, Heppo. Oh, das stimmt. Buddel, wach auf! Buddel! Buddel! Tja, das sind 10 Sicherheitshelme übereinander. Tada! Wow! Ja! So, Leo und Buddel sind auf dem Weg. Oh. Was will denn die Küstenwache von Bob? Der Bauheimer Leuchtturm wurde letzte Nacht vom Blitz getroffen. Das Licht ist kaputt und muss repariert werden. Oh nein, wenn der Leuchtturm nicht leuchtet, werden die Schiffe nicht gewarnt und könnten gegen die Felsen stoßen. Deshalb fragt die Küstenwache uns, können wir das schaffen? Jo, wir schaffen das! Wir sind auf dem Weg. Hallo, Charlie. Gibt's ein Problem? Die Bootstower haben sich beim Sturm gelöst. Das Boot ist beschädigt und der Motor ist hinüber. Das ist aber sehr ärgerlich. Ach, keine große Sache. Wir reparieren alles und dann gibt's einen neuen Motor. Alfred, wir müssen los und die Ersatzteile besorgen. Wir sehen uns später. Ich finde, der Leuchtturm sieht doch gut aus. Ja, es ist alles in Ordnung, von außen jedenfalls. Siehst du die Metallspitze da oben? Das ist ein Blitzableiter. Er sorgt dafür, dass der Blitz durch den Leuchtturm durchgeht, ohne einen größeren Schaden am Gebäude anzurichten. Aber er verhindert nicht, dass der Blitz die Lichtanlage zerstört. Da ist der nächste Sturm. Wir müssen dafür sorgen, dass das Licht wieder funktioniert, bevor es dunkel wird. Die Lampe, das Glasgehäuse und die Sicherungen müssen ausgetauscht werden. Und die Kabel sind auch durchgebrannt, seht nur. Was bedeutet das? Wir müssen auch ein neues Stromkabel verlegen, und zwar den ganzen Weg von Bauheim hierher. Das heißt, wir müssen das alte ausgraben. Das ist etwas für dich, Buggy. Cool, ich kann im Sand spielen. Ich meine, das Kabel ausgraben.
Das Stromkabel muss irgendwo hier verlegt worden sein. Ja, da ist es. Du musst vorsichtig entlang dieser Linie graben, Buggy, und dann folgst du dem Kabel. Alles klar, Wendy. Warte auf mein Zeichen, bevor du anfängst. Das wird der beste Tag überhaupt. Kommt und lernt uns alle kennen. Als Team sind wir der Hit. Wir haben immer viel zu tun, doch jeder hilft dir mit. Jeder ruft jetzt laut, schlag ein, jeder klatscht im Takt. Die besten Freunde helfen gern, wir geben, was wir können. Wir sind ein Team, 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 Team. Jeder ruft ganz laut, schlag ein. Buggy, pass auf, wir haben die gerade erst gelegt. Und wer denkt, das war gut, für den wird's jetzt sogar noch besser. Buggy, nein, stopp! Ach, du meine Güte, was ist passiert? Buggy, du hast ein Stromkabel durchgetrennt. Oh, Bob, das wollte ich nicht. Es tut mir so leid, Bürgermeisterin Baugroß. Das ist ja furchtbar. Was ist jetzt mit der Auszeichnung? Seien Sie unbesorgt. Ich bin sicher, wir kriegen das rechtzeitig wieder hin. Wendy? Sieht echt schlimm aus. Wir brauchen bis morgen, um das zu reparieren. Stimmt. Hört zu, Leute. Wenn wir wieder Licht und Ton haben wollen, müssen wir wohl den Notstrom einschalten. Wendy, Leo, Buddel, ihr wechselt die Gehwegplatten aus. Buggy und ich fahren zurück zur Werkstatt. Also dann, Team, können wir das schaffen? Jo, wir schaffen das! Oh, ich danke dir, Bob. Frau Bürgermeisterin. Test. 1, 2. 1, 2. Darf ich bitten, Frau Bürgermeisterin? Meine Damen und Herren, liebe Mädchen und Jungs und Fahrzeuge. Oh. Ich freue mich, den Namen unseres allerersten Helden von Hochhausen bekannt zu geben. Es ist jemand, den ihr alle kennt und mögt. Jemand, der uns allen immer hilft und der immer da ist, wenn man ihn braucht. Und nun enthülle ich, wer auf dem allerersten Stern zu sehen ist. Danke sehr. Bob, der Baumeister. Hä? Hä? Ja! Was für eine Überraschung. Buggy hat dich vorgeschlagen. Dieses Fahrzeug ist ein Genie. Danke, Frau Bürgermeisterin. Danke an alle von euch. Ja! Gemacht, Bob. Wer bekommt wohl nächstes Jahr den goldenen Stern? Nun, ich will mich ja nicht selbst loben, aber ich habe auch eine Menge für Hochhausen getan. Ich schlage wieder meinen Vater vor. Aber was ist mit Jenny? Was, ich? Nein, du solltest ihn bekommen, Tina. Nächstes Jahr sollte es unbedingt ein Fahrzeug sein. Auf alle Fälle jemand Plüschiges. Leo, wir sind doch fast fertig. Wieso machst du das denn nicht später? Aber ich hatte gerade eine tolle Idee, Buddel. Hör mal. Vielleicht doch nicht. Ah, aber das hier. Hast du den Eingang zur Spielecke schon fertig? Entschuldige, Bob. Ich war nicht ganz bei der Sache. Okay, dann kümmere dich jetzt darum. Und danach kannst du die Farbproben für Fritti machen, ja? Alles klar, Bob. Oh, und Buddel? Wenn du hier fertig bist, könntest du dann bitte den Müll wegräumen? Okay, Bob, kein Problem. Oh. Eins, zwei, drei, vier Farben für Fritti zur Auswahl. Das ist es. Ich werde nicht nur zwei Lieder mixen, sondern vier.
Also, wo habe ich mein Handy gelassen? Da ist es ja. Okay. Bob, Wendy, mir ist da was Dummes passiert. Oh. Oh, Leo. Jetzt ist Fritti bestimmt sauer auf mich. Wie ist denn das nur passiert? Ich hatte eine tolle Idee für einen Musikmix. Und dann habe ich nicht aufgepasst und bin in die Farbe getreten. Ich weiß, dass du aufgeregt bist wegen der Musik für die Party, Leo. Aber erst ist die Arbeit hier dran. Entschuldige, Bob. Ich hätte einfach nicht so abgelenkt sein dürfen. Ich verspreche dir, das wird nicht wieder passieren. Schon gut. Aber wir müssen die Fußabdrücke übermalen, bevor Fritti zurück ist. Ich werde den Boden streichen. Nein, halt! Leo! Was ist das? Oh. Ich habe mir ein neues Muster für den Boden ausgedacht, Fritti. Das sollen Fußabdrücke von einem Tänzer sein. Aber wenn es dir nicht gefällt, kann ich sie auch wieder übermalen. Nein, auf gar keinen Fall. Ich finde sie wunderschön. Du bist ein Genie, Leo. Und ihr habt mir auch bei der Farbwahl für den Disco-Raum geholfen. Und welche Farbe wird es? Alle Farben. Eine blaue Wand, eine rote Wand, eine grüne und eine gelbe. Wir können alles genauso machen, wie du es dir wünschst. Und ich will noch mehr Fußabdrücke. Überall. Oh nein, wie kriegen wir den nur wieder? Das ist alles meine Schuld. Ich habe eine Idee. Ich hab's geschafft. Ich bin der Geisterjäger. Das hast du toll gemacht, Heppo. Es tut mir sehr leid, Bob. Ich hätte den Geist nicht fallen lassen dürfen. Ich hatte nur solche Angst. Und jetzt warst du wirklich sehr mutig. Ich bin stolz auf dich, Heppo. Danke, Bob. Ich hab neue Seile dran gemacht. So fliegt uns der Geist nicht noch einmal davon. Und die Kiste stellen wir besser an einen sicheren Ort. Dann brauchst du das hier. Charlie, es waren deine Schlüssel, die geklirrt haben. Und es war die Kiste, die geknarrt hat. Ich habe mir gruselige Dinge vorgestellt, dabei gab's die in echt gar nicht. Ja, das stimmt, Heppo. Es gibt keinen Grund, sich an Halloween zu fürchten. Es geht um gruselige Dinge, die lustig sind. Ja, jetzt habe ich das verstanden, claro. Danke, Bob. Oh, ich kann's gar nicht abwarten, bis das Fest anfängt. Dann lasst uns alles in Ordnung bringen. Alles fertig und Wendy hat es wieder nicht geschafft, mir einen Streich zu spielen. Hey, was passiert hier? Ich stecke fest. Ich dachte mir, der super klebrige Schleim ist vielleicht doch ganz praktisch. Hey! Leute, halt! Da ist ein Geist! Wir haben dich reingelegt, Bob.